Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Fliff. Gleich zu Anfang, ich habe eine tolle Idee gehabt. Und zwar habe ich die bekommen, als ich hier reingekommen bin und diese blöde bzw. halb gute Musik gehört habe. Und zwar werde ich es jetzt einfach mal durchsetzen, hier die Idee. Ich hoffe jetzt mal, dass alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hoffe ich stark. Wenn ja, dann müsstet ihr jetzt eine andere Musik hören. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, ja, dann habe ich verkackt. Aber egal, müsste eigentlich passen. Auf jeden Fall, wir buffen uns erstmal wieder schön hier. Damit wir auch gleich schon loslegen können. Prevention machen wir natürlich auch rein, weil das einfach einer der besten Buffs ist, die man überhaupt machen kann. So, auf geht's. Antiquary-Schlachten. So sieht's nämlich aus, Leute. Ich bin hier heute mal auf Channel 1, weil auf Channel 4 habe ich mich gerade eingeloggt. Ja, war irgendwie kacke, weil direkt neben mir stand dieser nette Giant. Und muss nicht sein, würde ich mal behaupten. Ich habe da nichts gegen den Giant, aber noch muss er echt nicht sein. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu früh. Die sind irgendwie alle zu lahm hier. Aber egal, passt. Ich kann ja auf den hier umsteigen. Oder auch nicht. Weil es irgendwie voll hart spackt hier. Auf jeden Fall, oder? Ja, ich glaube, ich bin sogar umgestiegen. Nur die Markierungen sind irgendwie so weit. Ne, ich habe keine Ahnung, auf wem ich jetzt gerade... gegen wen ich eigentlich gerade kämpfe, aber egal. Ne, ich doch, ich glaube immer noch der Rechte. Egal, passt. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir natürlich hier relativ bald die 45 Marke erreicht haben. Die 55 Marke. Die 45 Marke haben wir ja, glaube ich, sogar schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Und mein Eibert muss natürlich raus. Fällt mir dabei jetzt gerade auf hier. Aber ich glaube, nein, wir haben nichts gekriegt. Die können wir mal eben essen. Ja, 10 brauchen wir noch, das heißt, wir können jetzt langsam, aber sicher anfangen runterzuzählen. Das ist doch auch schon was. Und ich hoffe mal, dass es dann auch relativ bald anfängt mit dem Runterzählen können, ne? Ihr wisst Bescheid. Weil irgendwie, naja gut, ich habe jetzt nichts gegen die Bäume, hier ist eigentlich echt ein richtig geiler Platz zum Leveln, muss man echt mal sagen, also Leute, jetzt mal im Ernst, wie geil ist das hier? Wenn ihr euch einfach mal anguckt, wie viele Viecher hier rumlatschen. Das ist doch echt abnormal krank. Gut hier. So. Ich hoffe jetzt nur, dass ich jetzt nicht zu viele genommen habe. Der will natürlich jetzt auch noch mitmachen hier. Ist ja ganz klar. Kann man ihm auch nicht verübeln hier. Fette Party und so. Will ich jetzt keinem hier irgendwie anhängen. Und sagen, du bist schlecht, nur weil du mitmachen willst. Auf jeden Fall, zack, schnell F10 drücken. Das war ziemlich knapp. Aber egal, kriegen wir auch noch tot hier. Auf jeden Fall kriegen wir die tot. Ich sehe gerade, wir haben gar kein Ding mehr. Gar keine Schoko-Dinger, Crisps-Dinger, ihr wisst Bescheid. Okay, muss ich auch mal gucken, ob ich da noch auf andere... Ach nö, jetzt habe ich natürlich noch den gepult. Aber egal, was ich mal eben machen werde, ist hoffentlich nicht verrecken. Und dabei, weil das coole Lied, wenn ihr es überhaupt gehört habt, ist jetzt gerade zu Ende. Wenn ihr es nicht gehört habt, verrate ich euch jetzt nicht, was ich eigentlich machen wollte. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal wieder hier die Musik anmachen. So, ich hoffe, dass es jetzt alles auch schafft hier mit wegen Traps und was weiß ich, dass das komplett durcheinander kommt und ihr wahrscheinlich jetzt 3 Tonspuren auf einmal hört oder so. Das fände ich jetzt nicht so hammer. Und wir können runter... Oh, 2 gekriegt, Leute. 2 haben wir gekriegt. Oh yeah. 2 Stück, ey, immerhin. Ohne Scheiß, finde ich in Ordnung, 2 Stück. Finde ich sogar richtig gut, muss ich sagen. So, die 2 brauchen wir nicht. Ich esse die mal gleich weg. Das nette Astria-Ticket ist auch abgelaufen hier. Seht ihr ja. Das heißt, die können wir eigentlich wegschmeißen, denn die braucht keiner mehr. Insofern können wir jetzt etwas über ein etwas leereres Inventar uns freuen. Gott, nervt es, wenn die so riesig sind hier. Ohne Scheiß. Man muss immer so voll seitlich. Aber ich meine, das Problem hatten wir auch schon... bei den Mobs, die mir eigentlich am bekanntesten sind, weil ich da, ich glaube, die meiste Zeit von meiner Fliff-Karriere, sage ich jetzt mal, gelevelt habe, einfach diese, wie heißen sie? Steamwalker oder so. Ich glaube, Steamwalker heißen sie. Bin mir aber jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, ja doch, Steamwalker heißen die doch. Diese Level 51er oder 53er Viecher. Ich denke mir, ihr kennt euch da besser aus als ich, insofern, aber die heißen Steamwalker, ja, die heißen Steamwalker. Muss da gar nicht überlegen. Eigentlich. Ja, mein Leben sieht schon wieder ein bisschen knapp aus. Das heißt, ich nehme mal eben wieder eine schöne Pille.
Die sind eigentlich echt geil, die Pillen. Also das ist, ich glaube, wenn die auch wechseln, werde ich mir dann nochmal einen Haufen holen. Weil ich versuche natürlich, die Pillen so selten wie möglich zu benutzen. Allerdings sind die doch so wichtig geworden für mich inzwischen, dass ich die einfach doch relativ oft benutze. Eine Ocean Card. Ist natürlich nicht schlecht, aber danke, nein. Und leider können wir nicht weiter runterzählen. Also wir brauchen immer noch 8. Wir brauchen immer noch 8, Leute. So sieht es leider aus. Und meine Buffs laufen auch gleich aus. Das heißt, ich werde jetzt nochmal eben eine etwas kürzere Runde machen. Und vielleicht auch nur die Hälfte der Viecher nehmen, die ich sonst so nehme. Den haben wir schon. Ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal hier noch 5 und dann machen wir den einen noch. Eine geht noch, kommt schon. So, wer lacht, wenn der jetzt nicht auch noch geht. Ja, gut, ich hoffe, wie ich habe es gerade eben schon gesagt, aber ich hoffe natürlich, dass ich relativ schnell die 55 hinkriege, weil, ehrlich gesagt, ich finde es hier cool, aber ich will hier nicht ewig bleiben. Und wenn wir die 55 haben, würde ich mal sagen, können wir auf jeden Fall nochmal hier was anderes machen. Weil jetzt einfach nur sie hier so rumleveln, ich meine, ist nicht schlecht. Ich denke mal, ehrlich gesagt, auch wenn wir dann was anderes gemacht haben, werden wir über früh oder lang hier wieder landen, weil ich meine, hier ist im Moment einfach perfekt zum Leveln für uns. Muss man echt mal sagen, also ich meine, da kann man nichts anderes sagen. Hier ist einfach episch, hier sind viele Monster, hier sind die richtigen Monster von der Schwierigkeit her. Und eigentlich alles soweit perfekt. Und ja, ich denke, aber ich werde dann trotzdem nochmal gucken, ob es vielleicht nicht doch irgendwo noch eine Quest gibt. Da bin ich auch nie auf dem neuesten Stand, ehrlich gesagt. Aber kann immer gut sein, dass es eine schöne neue Quest gibt. Und ich bin ja eigentlich auch ein Quest-Fan, muss man auch mal sagen. Also ich finde Fliff, ohne Quests wäre Fliff ein richtig doofes Spiel. Finde ich persönlich. Also ich finde, Quests sind einfach notwendig, weil sonst ist es, finde ich persönlich, doch relativ sehr langweilig. Muss man doch. Kann ich so sagen. Weil ich so empfinde. Und ja, mit Quests, ich meine, ich weiß nicht, ob es unbedingt lukrativ ist, sage ich jetzt mal. Ob man die Quests machen soll, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, es macht dann eben, ist ein bisschen Abwechslung mal als nur Leveln hier. Ich meine, für die Quests levelt man meistens auch schon oder man fliegt halt rum. Viel mehr kann man auch nicht machen in den Quests. Aber trotzdem finde ich es mal ein bisschen was anderes als nur wirklich stupides Rumhauen hier auf dem Boden. Wo ich jetzt auch nichts gegen sagen will, aber trotzdem ist es dann, finde ich, doch etwas cooler, wenn man mal, Wille, danke. Wenn man dann mal was anderes macht, als sie nur rumkloppen. Aber, so wie es im Moment aussieht, geben die mir gerade echt nichts hier, die Penner. Blöden Viecher, ey. Wo sind sie denn? Jetzt spawnen hier nicht mal bei welche, oder was? Naja, egal. Halt, Moment, das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Der kommt von alleine mit. So, ja, sieht doch gut aus. Den nehmen wir auch noch mit. Wobei, bei dem würde ich sagen, reicht es dann auch schon. Weil wir wollen uns ja nicht überfrachten hier, weil ich will eigentlich noch leben bleiben. Finde ich immer ganz praktisch. Ich hoffe mal, wir haben jetzt auch genug FP, aber müssen wir haben, muss auf jeden Fall reichen. Solange wir nicht am Leben... Also ich brauche relativ oft leider eine Pille, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Weil die Dinger sind dann doch relativ sauteuer und sauwertvoll, aber ich nehme jetzt wieder eine. Weil ohne Scheiß, Leute, das ist immer ganz kurz davor, aber nee, habe ich echt keine Lust zu verrecken. Und ich meine, jetzt kann ich auch mal noch mal kurz chillen sozusagen, obwohl die mir alle nicht alle hauen. Aber naja. Nee, jetzt geizen sie aber gerade ein bisschen echt drum mit Quest-Eatings, muss man auch mal behaupten. Wir können ja einmal nochmal, haben wir ja schon mal gemacht, aber wir können ja nochmal zu den Captains gehen. Die sind zwar erheblich härter, aber es sind auch Level drüber, was dann irgendwie auch logisch ist, dass die härter sind. Aber, what the fuck, jetzt hänge ich da fest. Vielleicht droppen die ein bisschen mehr, aber davor heal ich mich auf jeden Fall noch. Nein, mich healen. Weil hier gehe ich nicht ohne volles Leben rein, das könnt ihr mir glauben. Gott, dieser hier bringt so wenig, es ist unfassbar. Na gut, ich werde es mal versuchen, wenn ich jetzt abkratze, was ich hoffentlich nicht tue,
aber natürlich schon meine Buffs vergessen habe. Das ist natürlich mega bitter. Ich nehme jetzt erstmal 3 oder 4, also nicht so viele. Was? Ja, okay, mach die fertig. 3 nur. Okay, aber ich gucke einfach mal. Vielleicht gibt es ja doch hier etwas höhere Chancen, dass ich Quest-Items bekomme. Die ziehen mir auf jeden Fall ein bisschen mehr ab, oder? So viel jetzt auch eigentlich nicht mehr, ne? Aber trotzdem. Also hier kann ich auf jeden Fall nicht so viele nehmen wie vorhin bei den anderen. Vor allem ziehe ich den auch viel weniger, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise die haben einfach viel mehr Leben. Ist dann natürlich ein bisschen kacke. Ne, also hier will ich ehrlich gesagt nicht so viele vor mir stehen haben, weil hier wird's echt... Ja, okay, jetzt geht's halt gerade noch, aber ich meine, es sind auch nur 3, ne? Insofern, what the fuck? Und die ziehen dann doch relativ schnell. Aber, ja, ich kriege hier noch weniger eigentlich. Oder? Ja. Gut, wisst ihr was, Leute? War ein Versuch wert, aber ich glaube, ich bleib doch wieder bei meinen normalen hier. Die sind doch eigentlich echt relativ sympathisch. Heal, 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 heal! Spark. Upsa. Ne, Moment, das wollte ich gar nicht. Ne, wie ging denn das? So? Ne, das ist Eibert. War das nicht so? Ach ne, es war alt, ne? Alt war es. Alt war die Taste, genau. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit Großschreiben gedrückt. Aber okay, hätte man drauf kommen können wegen dem A. Aber hey. Was soll's. So. Oh Gott, meine Buffs sind schon wieder fast ausgelaufen. Meine Fresse, da könnte ich mich auch nochmal drüber aufregen. Aber hey, das habe ich jetzt schon oft genug gemacht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, mich da nochmal drüber aufzuregen. So, 5, zack, und los geht's. Ach, jetzt habe ich den wahrscheinlich... Ach, egal, was soll's, egal. Irgendwie kriege ich sie auch tot und das ist die Hauptsache. Solange die tot gehen und ich nicht, ist alles in Ordnung. Es dauert übrigens, glaube ich, 2,5 Sekunden, bis man so ein Star Candy, also bis man Food wieder einsetzen kann. Gibt es da eigentlich irgendwas, was man, wie man das beschleunigen kann? Ich glaube zwar nicht, aber wäre auf jeden Fall mal eigentlich ganz praktisch, wenn man das beschleunigen könnte, wenn man zum Beispiel jede Sekunde oder so das machen könnte. Fände ich ganz praktisch. Es gibt ja irgend sowas, da kann man dann ganz viel Food reinpacken. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was das ist oder wie das heißt oder so. Ja, jetzt komm, machst du fertig. Danke. Ich krieg hier nur Penya. Ich meine, nichts gegen Penya, aber hey. Ich hätte gern auch ein paar andere Sachen, ne? So ein bisschen Quest-Item oder so. Wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht. Wenn man da überlegt, was man da in Atria oder so kriegt an Quest-Items, ist ja unglaublich übertrieben. So, Prevention. Zack, zack. Machen wir jetzt das einfach und gehen jetzt einfach mal halbtot im Kampf rein. Aber hey, wir sagen jetzt einfach mal nicht halb tot, sondern halb lebendig. Tja, ja, das ist wieder so, ist das Glas halb leer oder halb voll, ne? Aber gut, das ist immer Ansichtssache. Aber ich finde, es kommt auch, wenn wir jetzt mal von diesem Sprichwort ausgehen, sehr stark darauf an, in welcher Gelegenheit man sich gerade befindet oder wie man das anbringen will. Weil, also, man kann nicht immer sagen, das Glas ist immer halb voll oder halb leer. Finde ich persönlich zumindest. Dass man da schon unterscheiden muss. Beim Glas jetzt selber, oh, das ist jetzt schwierig eigentlich. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Aber ich würde mal behaupten, es ist halb voll. Aber wie gesagt, also jetzt nur bei dem Glas. Ne? Insgesamt kann man das, finde ich persönlich, nicht sagen. Haben wir mal wieder was Hochphilosophisches geklärt. Jetzt können wir noch bereden, ob erst das Huhn oder die Hände kam. Oder das Ei, genau so war das. Nicht so anders, das Huhn oder die Hände. Blödsinn. Auf jeden Fall, wir haben gerade wieder 2 gekriegt. Das heißt, wir brauchen noch 6 Leute. Also nicht 6 Leute, sondern 6, komm mal Leute. Ich würde sagen, da es gerade geklingelt hat und wir gerade so schön viele Strong Roots bekommen haben, würde ich mich schon mal verabschieden. Danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir kriegen hier die 6 auch noch. Ich weiß nicht, ob im nächsten Part, vielleicht nicht, aber ich denke mal in einem der nächsten Parts auf jeden Fall. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.